Herzlich willkommen zu der heutigen Coffee Lecture zum Thema Crashkurs Open Access, warum wir die offene Wissenschaft brauchen. Mein Name ist Helene Brinken und ich arbeite im Bereich Publikationsdienste in der TB. Nehmen Sie sich gerne einen Kaffee oder Tee und dann geht es auch schon los. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, warum man eigentlich wissenschaftliche Publikationen für alle frei zugänglich machen sollte, wie man Open Access Literatur findet und wie man selbst dafür sorgen kann, dass die eigenen Publikationen Open Access sind. Zunächst möchte ich Ihnen natürlich erklären, was wir eigentlich genau mit Open Access meinen. Dafür werfen wir als erstes einen Blick auf den Publikationsprozess. Wenn Forschende sich entscheiden, ihre Ergebnisse zu veröffentlichen, reichen sie ihr Manuskript bei einer Zeitschrift ihrer Wahl ein. In diesem Rahmen findet dann der Begutachtungsprozess zur Qualitätssicherung statt. Das heißt, qualifizierte Kolleginnen geben fachliches Feedback zu der Arbeit, bevor diese veröffentlicht wird. Man nennt das auch den Peer-Review-Prozess. Der Verlag kümmert sich dann um Vertrieb und Marketing des finalen Artikels. Um auf Publikationen zugreifen zu können, schließen Bibliotheken und Forschungseinrichtungen zahlungspflichtige Abonnements mit Verlagen ab, sodass alle Studierenden, WissenschaftlerInnen und andere Mitarbeitende diese lesen können. Die Öffentlichkeit hat natürlich ebenfalls ein großes Interesse, auf die aktuellsten Forschungsergebnisse zuzugreifen. Denken wir nur mal an Journalistinnen, Ärztinnen, NGOs oder einfach jede von uns, der oder die sich informieren möchte. Aber alle, ob wissenschaftliche Einrichtungen oder Einzelpersonen, müssen für den Zugriff zahlen. Diese finanzielle Barriere wird oft als sogenannte Paywall bezeichnet. Als einfaches Beispiel, Sie kennen das bestimmt, wenn Sie bei der Recherche gerade mal nicht im Uni-Netzwerk sind, können Sie plötzlich auf ganz viele Artikel nicht mehr zugreifen und werden aufgefordert, eine Gebühr zu zahlen. In der schnell voranschreitenden Wissenschaft werden Ergebnisse in den meisten Fällen gar nicht mehr gedruckt, sondern nur digital verbreitet. Wenn man schaut, wie schnell, einfach und kostengünstig man mittlerweile über das Internet Wissen teilen kann, stellt sich dann die Frage, warum der Zugriff nicht für alle Menschen frei ist. Und hier kommt dann Open Access ins Spiel. Wie Sie jetzt wahrscheinlich schon ahnen können, meint Open Access, dass Peer-Review-Fachliteratur kostenfrei und öffentlich im Internet zugänglich sein sollte. Das heißt, Interessenten können die Volltexte lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise benutzen. Und das alles ohne finanzielle, gesetzliche oder technische Barrieren, abgesehen von denen, die mit dem Internetzugang selbst verbunden sind. Wichtig bei der Definition von Open Access ist auch, dass die einzige Einschränkung in allen Fragen der Verbreitung und des Copyrights darin besteht, den Autoren und Autorinnen Kontrolle über ihre Arbeit zu belassen und ihr Recht zu sichern, dass die Arbeit angemessen anerkannt und zitiert wird. Diese Definition von Open Access stammt aus der Budapester Open Access Initiative 2002. Und wie Sie vielleicht an der Quellenangabe schon bemerkt haben, ist die Idee von Open Access mittlerweile volljährig. Und tatsächlich bemühen sich Politik und Wissenschaft schon seit Jahren, Open Access vollständig umzusetzen. Doch leider sind immer noch nur ca. 30% aller Literatur frei zugänglich. Das gilt es zu ändern und wir müssen endlich in unserem schönen Publikationsprozess die Paywall einreißen. Ansonsten bleibt der Prozess auch bei Open Access genau gleich. Es haben sich alternative Finanzierungsmodelle etabliert. Im Prinzip werden einfach die Kosten umgeschichtet, so dass kein dauerhaftes teures Abonnement oder sogar die Zahlung der individuellen LeserInnen mehr fällig wird, sondern mit einer einmaligen Zahlung zu Beginn des Publikationsprozesses ist meist alles erledigt. Aber dazu später mehr. Erst einmal möchte ich, wie versprochen, auf die Frage, warum wir Open Access brauchen, eingehen. Es gibt gute Gründe, für die Gesellschaft Open Access einzufordern, denn der schnelle und freie Zugang zu wissenschaftlichen Informationen hat ganz viel mit Demokratie und Gerechtigkeit zu tun. Eine gute Literaturversorgung kann weltweit unabhängig von finanziellen Mitteln zur Verfügung gestellt werden. Mündige BürgerInnen können sich informieren und Lehrende und JournalistInnen können gut recherchieren. Transparenz ist wichtig für das Vertrauen in die Wissenschaft. Durch Open Access werden Forschung und Innovation effizienter. Der schnelle internationale Austausch und der damit verbundene Zugriff auf riesige Datenmengen fördern die Zusammenarbeit und beschleunigen die Entstehung neuen Wissens. Das ist entscheidend, um schnell Lösungen für neue gesellschaftliche Herausforderungen zu finden. Ein weiterer Grund für Open Access ist die Gewährleistung einer fairen und transparenten Verwendung von Steuergeldern.
Forschung selbst wird meistens aus öffentlichen Mitteln finanziert, aber für den Zugang auf die Ergebnisse werden dann erneut Kosten fällig, die kommerziellen Anbietern oft hohe Umsätze einbringen. Wenn Sie jetzt selbst Autor oder Autorin sind oder zukünftig Publikationen planen, habe ich noch mehr Gründe, die für Open Access sprechen, für Sie parat. Erstens, wenn Sie Open Access publizieren, behalten Sie die Rechte an Ihrem Werk. Tatsächlich erhält der Verlag üblicherweise ein ausschließliches Nutzungsrecht. Und das ist bei Open Access nicht der Fall. Sie können die Weiterverwertung durch die Vergabe einer offenen Lizenz einfach selbst definieren. Zweitens, der Zugriff auf Ihren Artikel ist langfristig gesichert. Die Tatsache, dass Ihr Werk nicht nur bei einem kommerziellen Anbieter liegt, sondern Sie Ihren Artikel in einem Repositorium, also einer geeigneten Datenbank, ablegen können, stellt eine langfristige, optimale Archivierung und Auffindbarkeit sicher. Und nicht zuletzt führt der weltweite freie Zugang zu einer höheren Sichtbarkeit und Nutzung Ihrer Arbeit. Derzeit sind bereits 52% der Zugriffe auf Literatur auf Open Access Artikel. Schätzung zufolge wird diese Zahl 2025 sogar auf 70% steigen. Wir können zusammenfassen, es spricht alles dafür, Open Access zu publizieren. Jetzt bleiben noch zwei Fragen, auf die ich kurz eingehen möchte. Erstens, wie können Sie Literatur finden, wenn Sie gerade nicht über eine Bibliothek oder ein Uni-Netzwerk Zugriff auf Literatur haben? Und zweitens, wie können Sie als Autor oder Autorin selbst Open Access publizieren? Die erste Frage ist schnell beantwortet. Auf Open Access Literatur haben Sie immer und überall Zugang, solange Sie Internet haben. Aber es sind auch oft freie Versionen von ursprünglich Closed Access Artikeln zu finden. Wie Sie gleich sehen werden, geschieht das meist zeitversetzt zur Hauptpublikation. Es gibt einige Tools, die helfen, die Open Access Versionen von Artikeln zu finden. Da ist einmal die wissenschaftliche Suchmaschine Base, aber auch Seiten wie Unpaywall oder Open Access Button helfen Ihnen, Literatur zu finden. Für die Suche muss meist nur der Digital Object Identifier, die DOI der Originalpublikation, angegeben werden. Die DOI ist ein permanenter, eindeutiger Link. Unpaywall und Open Access Button bieten auch praktische Browser-Plugins an. Die zweite Frage ist ein wenig komplexer, aber ich kann Ihnen gleich sagen, es ist ganz einfach, Open Access zu publizieren, und an der TEB haben wir auch eine tolle Open Access Beratung. Sie haben im Prinzip drei Möglichkeiten. Erstens, Sie können in einer Open Access Zeitschrift veröffentlichen. Diese Zeitschriften werden oft durch sogenannte Article Processing Charges, kurz APCs, finanziert. Nach der Zahlung dieser einmaligen Bearbeitungsgebühr ist der Artikel dann direkt verfügbar. Die Finanzierung kann oft aus institutionellen Publikationsfonds oder aus Fördergeldern gedeckt werden. Open Access Zeitschriften finden Sie im DOAJ, dem Directory of Open Access Journals. Hier finden Sie auch Journals, in denen man ohne APCs zu bezahlen veröffentlichen kann. Die zweite Möglichkeit ist, dass Sie in einer konventionellen Subskriptionszeitschrift veröffentlichen und überprüfen, dass Sie nach Ablauf einer Frist eine Zweitveröffentlichung in einem frei zugänglichen Repositorium tätigen dürfen. Bei dieser Variante entstehen in der Regel keine Kosten. Eine dritte Möglichkeit ist, bei der Publikation in einer Subskriptionszeitschrift eine Gebühr für die Freischaltung des einzelnen Artikels zu zahlen. Auch hier wäre der Artikel wie bei Open Access Zeitschriften direkt verfügbar. Allerdings raten wir von dieser Variante ab, da die Gebühren oft unverhältnismäßig hoch sind und eine doppelte Zahlung aus öffentlichen Geldern getätigt wird. Also einmal für die Freischaltung und dann noch für das Abonnement. Üblicherweise haben Einrichtungen auch oft gesonderte Verträge mit Verlagen. Als Beispiel, vielleicht haben Sie schon von den Deal-Verträgen mit Wiley und Springer gehört. Mit welchen Verlagen die TEB gesonderte Verträge hat, können Sie unter folgendem Link nachschauen. Wichtig bei der Wahl eines Open Access Weges ist, dass Sie die Anforderungen Ihres Geldgebers, ob Förderer oder Publikationsfonds, vorher prüfen. Zum Abschluss mein Tipp an Sie: Wenn Sie eine Publikation planen, wenden Sie sich gerne an uns, zum Beispiel per Mail an publikationsberatung@teb.eu, und wenn Sie mehr zum Thema Open Access erfahren wollen, schauen Sie sich doch mal auf open-access.net um.